Der Longplayer für die Hartgesottenen. Es geht von München in die Toskana in den erhofften Frühling. 3 Tage und 700 Kilometer. Viel Spaß beim Zuschauen. Also Regenjacke ist an, aber immerhin ist warmer Regen, zu ca. 11 Grad. Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Ich bin wieder gleich auf der Brücke Richtung Grünwald. Es ist heute der 30.03. 23, genau. Und ich fahre natürlich mal wieder gen Süden und täglich grüßt das Murmeltier, sage ich deshalb, weil diese Strecke hier und auch die folgenden paar hundert Kilometer kennt ihr alle schon von meinen Videos. Es geht von München jetzt gerade nach Grünwald, somit bin ich aus München heraus, zum Silfensteinspeicher. Ich habe meine Beleuchtung gerade ein bisschen dunkel eingestellt, wie ihr seht, aber macht nichts. Zum Silfensteinspeicher und dann nicht wie beim letzten Video nach rechts, sondern nach links, sprich zum Aachensee. Vom Aachensee dann die Standardstrecke, die man halt so über den Brenner fährt, also nach rechts, das Inntal flussaufwärts Richtung Innsbruck und kurz vor Innsbruck dann auf die alte Römerstraße, die dann von Ampass über Ellbögen nach Matrei am Brenner führt und dann über die alte Brennerstraße hoch auf den Brenner. Dann geht's runter, bin ja schon in Italien, dann geht's runter nach, auch ein Bikepacker vielleicht. Geht's runter nach Sterzing, Bozen, natürlich über Brixen, klar. Und ja, dann Richtung Gardasee, vom Gardasee nach Mantua und dann durch die gesamte Po-Ebene durch. Zwischen Parma und Bologna, dann, jetzt muss ich wieder schalten, zwischen Parma und Bologna durch, rein in die Berge und dann bei Pistoia, das ist ungefähr auf Höhe von Florenz, also kurz vor Florenz sozusagen, geht es dann schräg nach Südwesten Richtung Livorno. Ein bisschen anders als vor einem Jahr, als ich nach Livorno geradet bin. Und ich hoffe auf tolles Wetter. Momentan, jetzt hat es gerade ein bisschen aufgehört mit dem Nieseln und Regen. Ich muss schon meine Regenjacke anziehen. Genau. Side Fact: Ich benutze jetzt ist. Oh Gott! Also. Side Fact: Ich benutze jetzt das erste Mal diesen angeblich kälte unempfindlicheren GoPro-Akku, den mir einige von euch gesponsert haben sozusagen. Vielen Dank. Und ja, geht's los. Was habe ich denn gepackt? Ein paar Side Notes. Eben noch, oh Gott, das ist immer dieser Berg hier. Vor allem während man redet. Und noch schlimmer ist es nur, wenn man in der Zeit, wenn man diesen Berg hochfährt, noch eine Leberkassemmel im Mund hat. Gleichzeitig kauen, verdauen, reden, bergauf radeln. Geht einfach nicht. Aber ich habe keine Leberkassemmel im Mund. Schade eigentlich. Side Note. Ich habe mich vorher gewogen mit meiner gesamten Kleidung, also tutto completo, wiege ich 100 Kilo. Das Fahrrad
inklusive 2,075, also 1,5 Liter Wasser, hat dann 117,5 oder so gehabt, also 17,5 Kilo. Das hätte ich gesagt, passt. Oh, ist wirklich noch geil. Aber jetzt kann ich noch keine Pause machen. Falls ihr Fragen haben solltet zum Radl, zur Tour an sich, zu meiner Ausrüstung, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein. Da habe ich, versuche ich immer alles aufzulisten, was möglich ist. Da findet ihr auch die Möglichkeiten, wie ihr mich und meinen Kanal unterstützen könnt. Dafür danke ich euch natürlich immer sehr. Und ja, zum Beispiel eben dieser besagte GoPro-Akku für kältere Temperaturen. Der wurde mir von euch gesponsert. Mega cool, wenn man auch so Kleinvieh in Anführungsstrichen macht ja auch Mist, wenn man das so ein bisschen von euch unterstützt bekommt. Dann hauen wir rein. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen seltsam, aber es ist gerade so geil. Man muss sich einfach nur damit abfinden, dass es regnet. Und dann macht jeder LKW Spaß, der an einem vorbeizieht und einen vollhaut mit Gischt. Ja. Meine Schuhe sind, meine Socken sind durchtränkt. Ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Zu kleine Plastiktüten genommen. Ansonsten passt alles wunderbar. Also richtig angenehm ist was anderes und ich habe schon bessere Starts in den Tag erlebt. Es regnet seit München. Ich bin jetzt nach Bad Tölz, zwischen Bad Tölz und Lenggries, Kilometer 50 oder so. Und ja, der Rückverkehr, aber das passt alles. Der Regen ist halt jetzt doch kalt. Und ja, meine Füße halt. Ich habe das verplant mit den Plastiktüten, die habe ich scheinbar falsch gemacht. Aber es hat jetzt total Spaß gemacht. Die letzten 2 Stunden, wenn mal wieder so ein LKW an dir vorbei und hat dich völlig von oben bis unten eingesaut. Man muss sich einfach nur damit abfinden. Und dann geht sowas. Dann ja, dem Schicksal fügen und es trotzdem genießen. Genau. Es geht jetzt hier momentan auf der Bundesstraße nach Lenggries. Man sieht die Berge, zum Teil natürlich noch schneebedeckt oder wieder schneebedeckt. Und dann werde ich jetzt erst einmal in Lenggries ein Butterbrezen klar machen und dann geht's dann weiter. Ach ja, wieso eigentlich in die Toskana? Frühling halt und keine Lust auf so ein Sauwetter. Und das Tolle ist, dass ich mit 2 Spezeln mich dort treffe und da auf einem schönen Olivenhain ein bisschen Gartenarbeit betreiben werde. Das ist so zwischen Piombino und Livorno und da werden wir ein bisschen ackern, garteln, Bäume zurechtschneiden, Wege freischneiden etc. Und die 2 Spezeln, die fahren mit dem Auto auch heute los und ich hoffe,
morgen oder dann spätestens übermorgen, dass ich dann da bin und dann es mit dem Gatteln losgehen kann. Silbensteinspeicher, Kilometer 72, 3 Stunden 34 bin ich unterwegs. Keine Ahnung, wie viel Uhr es jetzt aber ist, weiß ich nicht. Ja, gibt nicht viel zu erzählen, es ist arschkalt. Ich habe ich vorher festgestellt, vergessen, einen Pulli mitzunehmen, den ich eigentlich mitnehmen wollte. Somit ist mir grundsätzlich ein bisschen kühl. Es wird wohl noch schneien auf der Route und hier nieselt es jetzt gerade Gott sei Dank nur noch. Für mich geht es jetzt nicht da lang, sondern da lang zum Aachensee. Da sind es 30 Kilometer hin und da mache ich mir jetzt gleich auf den Weg. Ich kann mein Handy nicht bedienen, weil wenn das Display kalt ist, dann funktioniert der Touchpad nicht beim tollen iPhone. Und die Face ID funktioniert irgendwie auch nicht aus irgendeinem Grund. Somit kann ich es nicht mal entsperren. Ja, mega toll. Kann ich mal meine Musik weiterschalten, ja nicht das Schlechte. Hinweis in eigener Sache, gebt es zu, da habt ihr schon seit Jahren drauf gewartet. Merch von Mr. Gagelfing, persönlich kreiert von mir. Wie ihr das findet, einfach ein bisschen nach unten scrollen unterhalb des Videos oder ihr klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Rechts von mir ist jetzt so der letzte Fitzel vom Silbenstein und sieht ihn jetzt gar nicht mehr. Und jetzt komme ich dann relativ bald 2-3 Kilometer nach Österreich und dann ist nicht mehr weit, vielleicht 10-12 Kilometer bis zum Aachensee. Es hat jetzt wirklich ein bisschen aufgehört zum Regnen, bin ich sehr froh drüber. Meine Hände werden jetzt schon wieder ein bisschen wärmer und ja, ich habe jetzt ziemlich viel an, also eigentlich so das meiste, was ich dabei habe. Ich habe jetzt über meine Regenjacke noch das Jackerl gezogen. Noch so einfach als zusätzliches Zwiebelschichterl und es hat jetzt ganz gut geholfen. Keine Ahnung, wie viel Grad es hat, ich vermute mal 6 oder so. Schnee liegt nur noch ein bisschen, oder liegt noch ein bisschen, aber das ist okay. Ja. Der Aachensee ist ganz nah. Und gefühlt wird es ein bisschen wärmer. Meine durchwachten Füße, die werden noch eine Zeit lang kalt bleiben. Aber ich versuche sie ein bisschen aufzuwärmen durch so Schleuderbewegungen. Immer mal wieder, vor allem wenn es bergab geht. Das hilft immer gut. Auch mit den Händen im Übrigen. Immer so Bewegungen machen wie das da. So, da kommt er wieder. Ja, so. Aber erstmal die Rotatoren aufwärmen, weil sonst reißt man sich irgendwas. Kennt man ja von früher. Habe ich in der Turnhalle oder so als Kind öfter gemacht. Bis dann die Hände so richtig heiß wurden durch das einströmende Blut. Grace. Das ist halt doch überall flächendeckender Schnee. Ich komme halt, weiß nicht, vielleicht sieht man so ein bisschen, dass meine Gesichtsfarbe etwas bräunlich ist. Ich komme ja gerade aus dem Urlaub, bin vorgestern erst nach Hause geflogen. Ich war mit meiner Freundin beim Surfen auf den Kanaren. Erstes Mal dort auf den Kanaren. Und es war Wahnsinn und wir hatten halt zum Teil 30 Grad. Irre. Ja, jetzt hier, weiß ich nicht, 5 Grad oder so. Ja, genau.
Ich sag die Banane. Ich sag gar nichts. Der passt aus. Ja, ich wusste es doch. Genau, Birnbaum und Hollerstauden. Falsch. Bereits sagt die Birnbaum und Hollerstauden. Birnbaum. Eine Abzweigung zu früh. Nein, 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 ich bin nicht gereizt. Null. Nee, im Ernst. Widrige Umstände. Aber, und ich glaube, das habe ich auch mal in dem Video thematisiert, wo ich über die Langstrecke mich ausgelassen habe. Scheiße, wo muss ich hier hin? Gereizt, mit dem Baum und Hollerstern. Wo bin ich hier? Ha. Falsch. Ich bin tatsächlich falsch. Jetzt muss ich hier wieder umdrehen. Genau. Aber was ich jetzt noch ganz kurz referieren wollte, das mache ich ja gerne. Diese widrigen Umstände, was natürlich einen schon ein bisschen resilient macht, sag ich jetzt mal, das Wort kennt ja mittlerweile jeder. Gegenüber solchen widrigen Umständen wie Dauerregen seit 4 Stunden und so weiter und so fort, ist natürlich, wenn man in seinem Kopf kramen kann, nach ähnlichen Erfahrungen und dabei womöglich auch Erfolgserlebnisse hatte. So, Aachensee übrigens in Richtung Norden. Und man eben positive Erfahrungen hat, dass man das schon mal geschafft hat. Und genau diese Strecke hier, weiß ich, bin ich mal im heftigst strömenden Regen mit meinem Mountainbike geradelt. Ich war komplett nass. Also es hat so dermaßen geregnet. Und es war viel kälter. Ich glaube, es war im April was. Und ja, also ich habe es also schon mal geschafft, bei solchen Wetterbedingungen über einen Brenner zu radeln. Und somit kann ich quasi so ein bisschen sagen zu mir, ja, hey, es ist jetzt zwar scheiße und kalt, du frierst und du bist ein armes Bubilein, aber es hilft dir nichts, machst weiter, so wie damals und ja, dann macht man halt weiter. Damals, vielleicht das erste Mal, hatte ich diesen Erfahrungsschatz natürlich nicht. Aber da habe ich halt durch meine schiere Motivation und Begeisterung das Ganze lösen können. Seht mich hier sichtlich erfreut, denn dort oben mein liebster Freund bzw. meine zweitliebste Freundin, die Sonne. Ja, ich bin im Inntal, ich denke mal so 15 bis 20 Kilometer bis nach Innsbruck, aber kurz davor fahre ich ja hoch Richtung Brenner. Aha, eine Radlerzählung. Ich bin Radler Nummer 10.608, heute der 29. Schön. Man meint manchmal die Farbe Blau zu erkennen. Genau. Auch wenn es ein bisschen unangenehm ist, aber ein kleiner Rat von mir, wenn es mal so weit ist, dass in irgendeiner Form es gerade nicht regnet, schaut
dass ihr so schnell wie möglich eure Bekleidungsschichten öffnet, dass sie durchlüften können. Ich habe das jetzt bei meinen gesamten Bekleidungsschichten gemacht. Also wie ihr seht, ist alles offen bis auf das Jersey. Das muss jetzt durchlüften und trocknen. Ich habe ja den Fehler gemacht, die Regenjacke erst anzuziehen, als ich schon ein bisschen nass war. Somit geht da keine Feuchtigkeit raus sonst. Und ich habe jetzt sogar meine Handschuhe ausgezogen. Die hängen an meiner Wäscheleine. Sogar zwei Wäscheleinen sind das. Und ja, trocknen da jetzt auch. So muss man sich halt ein bisschen behelfen. Aber das ist halt was, ist halt wichtig für jetzt dann später, wenn ich am Brenner rauf fahre. Da möchte ich ungern super kalte, nasse Kleidung haben. Da kann die Kleidung so gut sein, wie sie mag. Nass ist es nie perfekt. Ja, ansonsten, ich schaue aus wie ein Schwein. Alles schaut aus wie Wirtsau. Ich verlasse gerade das Inntal. Ich habe gerade Schokolade gegessen, vielleicht habe ich schwarze Zähne. Und es geht jetzt ein Brenner rauf. Noch bei gutem Wetter. Da vorne schaut es schon wieder ein bisschen anders aus. Schauen wir mal. Ja, zeitwärts. Ich habe gerade in Instagram so ein Screenshot gepostet von meiner Podcast-Warteschlange, die jetzt dann so, die ich jetzt gerade anhöre, sind ganz viele verschiedene Podcasts. Und da kam jetzt schon so zu einem Teil die Resonanz, dass ich doch einfach mal vorstellen soll, was ich so für Podcasts anhöre. Ich weiß nicht, ob euch das auch interessiert, ob das eher was ist für Instagram oder vielleicht sogar was hier für YouTube. Müssen wir mal schreiben in die Kommentare bitte. Dann kann ich das gerne mal machen. Mir richtet es irgendwie nach allein. Pfui Teufel. Irgendwas, da stinkt doch was. Naja. Genau. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare rein. Dann kann ich euch das mal ein bisschen. Ich habe eine sehr breite Podcast-Auswahl. Wobei so breit, das meiste ist natürlich schon innerhalb von meiner Interessensbubble. Aber ich bemühe mich da schon auch immer wieder meinen Horizont ein wenig zu erweitern. Genau. Schön. Kurz vor Altranz ist immer dieser schönste Ausblick der bisherigen Steigung. Toll. Cool. Da unten ist Innsbruck. Von da hinten spreche ich jetzt erstmal nicht. Da sehe ich minimal blauen Himmel. Aber wahrscheinlich nur im Inntal. Ja. Ich bin gerade kurz lang, aber ich muss mir gleich wieder was anziehen, ist doch zu kalt. Ja. Innsbruck. Ich muss eins gestehen, ich war noch nie in Innsbruck, also außer als Transitziel. Tatsächlich rausgekommen.
Sonnenschein und heftigen Gegenwind, den man nicht sieht. Da so seit Innsbruck. Und ich bin gerade im Windschatten im Übrigen von diesem wunderbaren Gebäude. Trotz Gegenwind. Hab's gleich geschafft. Trotz dem heftigen Gegenwind bin ich jetzt dann doch am Rhein da oben. Einige von euch wissen, was das heißt hier. Da ist das Ding. Italien. Wunderschön. Oben! Ich bin oben! Bis nach Sterzing eher noch weiter. Da hinten, aber von hinten quasi, noch richtig schlechtes Wetter kommen könnte, laut der Vorhersage, gebe ich jetzt lieber Gas. Das heißt, ich fahre jetzt über die Stadtstraße runter nach Sterzing, nicht den wunderschönen Radweg, der jetzt wahrscheinlich aber auch noch nicht so perfekt geräumt ist, sondern ist ja recht gefährlich mit dem Rennrad. Und bin dann relativ bald in Sterzing, vielleicht 15 Minuten. Und dann kämpfe ich mich runter und Richtung Bozen. Sterzing wird geschafft. Aber jetzt muss ich Gas geben. Eigentlich muss ich die ganze Zeit Gas geben. Über Meran, da schüttet es schon. Es kann jetzt natürlich sein, dass es am Jaufenpass abregnet, also im Passaiertal, und Sterzing nicht erreicht. Aber wer weiß das schon. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, nochmal hardcore nass zu werden. Ich vermute mal, dass wenn ich so abbrixen, bin ich so ein bisschen sicherer vor Niederschlag. Und dann in Bozen, glaube ich, da kommt da nichts mehr an. Also zumindest laut diesem Radarbild. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, dann ja, geht es eher direkt nach Osten. Schauen wir mal. So, da hinten liegt Sterzing. Da hinten liegt das Riednauntal. Hier ist ein Wegweiser. Hinter dem Wegweiser befindet sich die Auffahrt zum Jaufenpass. Dann hier auf 12 Uhr ist so circa das Penserjoch, die Auffahrt. Und da hinten, wenn man fährt, dann kommt man ganz genau Richtung Bozen. Ja, erst einmal Brixen natürlich. Und da hinten, da schaut schon wieder aus. Fitscherjoch ist da hinten. Ich bin jetzt in Brixen um 5:30. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Dieser Gegenwind, das ist
bin nur am Kämpfen. Und jetzt bin ich mit die letzten, ja, seit Sterzing bin ich mit einem anderen Radler zusammengefahren. Der radelt nach Nizza und heute noch zum Kalterer See. Hat mir auch gefragt, ja, wo übernachtest du jetzt? Wo ist dein Hotel? Gemeint, ja, ich hab halt keins. Vielleicht fahre ich die Nacht durch. Aber mir schwinden da so ein bisschen die. Nein, ich bekomme so langsam Zweifel dran. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Morgen soll die Sonne scheinen. Also leicht bewölkt soll es schon sein. Ja, eigentlich habe ich ja keinen Zeitdruck. Das ist jetzt. Das ist dieser Beizebub. Gixen ist auch sehr schön. War bisher auch noch nie wirklich da gewesen, außer halt transitmäßig. Was immer cool war, abends, nachts. Komplett ruhig. Ein paar Feiernde zwar. Ansonsten ruhig. Und dann hast du so diese Wege hier für dich alleine. Ich schweife ab. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt schon mal kurz bei Booking.com reingeschaut. Das sind ja jetzt von hier aus noch so grob 170 Kilometer bis zum südlichen Gardasee. Meine ich zumindest. Ja. Wenn das alles diesen Gegenwind hat, dann flippe ich aus. Dann raste ich aus. Und das möchte ich vermeiden. Ich möchte ja Urlaub haben. Also, schauen wir mal. Ah ja, genau. Wie heißt das Ding nochmal? Kloster 7. Kloster 7. Unglaublich. Eckhahn, Bayer, München. Er liegt in der Sebener Straße. Ah so, okay. Servus Hans, du alte Dampflok. War cool mit dir, die 30 Kilometer geradelt zu sein. Danke dir für den Windschatten und wir sehen uns bestimmt bald wieder auf dem Radweg. Servus, bis dahin. Der Hans hat sich nicht nehmen lassen, mir seinen Windschatten anzubieten. Wohnt in Klausen. Das ist immer so eine geile Skyline hier. Diese schönen uralten Häuser. Die Magnolie, die Gärten davor. So ungefähr stelle ich es mir vor. Ja, sieht halt hier schon sehr lange aus. Schön. Einfach toll. Mein Gott. Da flipp ich aus. Da hätte ich mir auch einen Garten gern holen. Gerade habe ich zum Hans gesagt. Der Hans kommt ja aus Klausen, ist ein Einheimischer. Also habe ich zum Hans gesagt, wenn ich das nötige Kleingeld hätte, sofort würde ich mir ein kleines Grundstück holen. Sofort darf ich mir ein kleines Grundstück holen. Irgendwo bei Bozen, südlich von Bozen. Oder auch Meran natürlich. Und da einfach ja nur einen Garten anbauen. Gar nicht mal so sehr mit so Blumen nur und so, sondern primär eigentlich mit tollen Bäumen und ja, mei, klar, kleines Hütterl müsste schon drauf sein, dass man dann halt auch mit der Familie irgendwann hinfahren kann. Ja, das wäre mein Traum, falls du ein Grundstück abzugeben hast, südlich von Bozen oder zwischen Meran und Bozen oder auch nördlich von Bozen, ja, scheißegal, nehme ich. Na Schmarrn, war natürlich ein Scherz, aber tatsächlich, falls da mal jemand zufällig über irgendwas stolpert, dass man so halbwegs bezahlen kann. Ja, was kann man so halbwegs bezahlen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber falls da mal irgendwer drüber stolpern sollte, gerne mich anschreiben. Bin sofort Feuer und Flamme für solche Dinge. Und jetzt war quasi meine Entscheidung die folgende. Ich würde schon noch
50 Kilometer ja natürlich schaffen. Vielleicht will ich auch 100 schaffen. Vielleicht will ich auch 200 schaffen. Also keine Ahnung. Das Problem ist halt immer nachts. Und es ist jetzt ja demnächst, es ist ja schon 19 Uhr, wie viel ist es? 19.11 Uhr. Nachts gibt es halt ein Problem. Die meisten Hotels haben natürlich nicht so ein Check-in-Zeit. Und wenn ich jetzt dann schlafen wollen würde, dann könnte ich quasi nur in der Bankfiliale schlafen. Und dann habe ich mir gedacht, Freunde, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich habe so viel Zeit. Ich muss ja erst nächsten Freitag, also in 8 Tagen, wieder zu Hause sein. Abends irgendwann. Das mache ich nicht. Sondern ich nehme mir jetzt diese Nacht und in irgendeinem geschissenen Hotel, in einem Billighotel, in Bozen, habe Gott sei Dank eins gefunden. Und genau, das habe ich jetzt gebucht. Bin ich, denke ich, in 20 Minuten da. Davor gibt es noch ein kurzes Bozenbild und dann freue ich mich, wenn ich einfach Pizza essen kann oder halt Nudeln, was auch immer. Eine gute Empfehlung für Nudeln oder Pizza, bin ich mir nicht ganz sicher. Meine Späßchen sind übrigens schon in der Toskana. Ja, die sind so um 8.30 Uhr oder was losgefahren. Die sind dann natürlich schon. Ja. Manchmal fragt man sich schon, man macht sich schon manchmal ganz schön schwer. Aber andererseits habe ich natürlich jetzt mega Bock, dann morgen und vor allem dann übermorgen richtig schön die Po-Ebene, die Toskana etc. zu beradeln. Bozen. Kilometer bisher. Meine Uhr hat noch 62% Akku. Das ist schon geil. Also, da kannst du dich drauf verlassen. Schweineteuer halt. Das ist ein Feigenbaum hier übrigens, Kinder. Kinder. Feigenbaum. Mit Blättern. Da sind nicht nur Blattknospen ausgebildet, nein, es ist schon komplett das Blatt draußen. Das ist doch wirklich. Also, dieses sieht schon. Also, natürlich war das vorher ein bisschen scherzhaft gemeint. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von euch Immobilien hat in Bozen, die er abstoßen möchte, ist natürlich nicht allzu hoch. Aber so ein bisschen war es natürlich schon auch was. Das ist irgendwie so ein Traum von mir. Ich habe ja schon mir ein paar Träume in meinem Leben verwirklichen können. Ich würde auch den ein oder anderen Traum womöglich wieder aufgeben für diese Geschichte. Irgendwo nettes, kleines, ja, wie so ein Ferienhäuschen halt. Ganz was Einfaches. Gerne auch auf dem Berg. Ich nehme gerade ein Frühstück zu mir, es ist 20 vor 9 und hau dann auch sofort ab. Ja, ich habe
eigentlich ganz gut beschlagen. Das Hotel war jetzt nicht der Wahnsinn, zur Straße hin und so, aber das hat schon gepasst. Besser als in der Bank. Dusche war warm, meine ganzen Klamotten sind trocken, das passt alles. Riechen tun sie trotzdem noch. Hab mir auf 6 Uhr einen Wecker gestellt und hab dann eigentlich immer mal wieder eine halbe Stunde gesnoozt und bin dann jetzt eigentlich Finalemente erst um 8 Uhr aufgestanden. Dann um 8.10 Uhr war ich fertig mit Radl packen und um 8.10 Uhr bis 8.20 Uhr, das habe ich diesmal mir genau angeschaut, habe ich gebraucht, bis ich mich angezogen hatte und jetzt bin ich los. Ja, ich fahre jetzt halt schnurstracks Richtung Gardasee und ich hoffe, dass mich die Ora nicht erwischt. Dieser berüchtigte Wind, der quasi von Süd nach Nord führt. Dazu kommt noch, dass aber ja aus Genua irgendwie so ein Sturmtief, so ein Regentief irgendwie nach Norden ziehen soll und somit soll der Gegenwind heftig sein und es soll auch immer mal wieder schütten. Schauen wir mal. Ich meine, dafür, da bin ich ja gewappnet dagegen. Wenn es jetzt nicht 170 Kilometer Gegenwind sind, dann ist das ja auch okay. Ich frühstücke jetzt schnell und dann, Und jetzt sollte ich eigentlich mal wieder meinen Bubble-Sprachkurs starten. Ich habe 2 Monate Bubble-Sprachkurs relativ intensiv gemacht und dann aufgehört, als ich Corona hatte, weil ich da nicht auf den Bildschirm schauen konnte. Und es ist jetzt vor 6 Wochen gewesen, habe ich das letzte Mal meinen Sprachkurs gemacht. Und das ist jetzt natürlich irgendwie blöd, weil jetzt bin ich ja dann in Italien. Jetzt wäre es doch eigentlich schön, wenn ich meinen Amici sagen könnte, dass ich gerne einen Cappuccino möchte. Das schaffe ich auch so. Aber ja, woher ich komme und solche Sachen. Naja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja da so eine Funktion, dass man sich nur die Vokabeln anhört und nichts tippen muss. Also dann, ich starte los. Erst nach meinem Croissant con Crema, mein Brioche con Crema. Und dann hoffe ich auf einen schönen Tag. Schön, dass in Südtirol auch mittlerweile die Flüsse wieder renaturiert werden. Ist ja auch geprägt, wie ja viele Länder in den Bergen, die halt einfach, oder Regionen in den Bergen, die halt einfach ihre Flüsse kanalisiert haben, damit das Wasser so schnell wie möglich abfließen kann, die jetzt mittlerweile checken, dass genau das Problem ist. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Naja, wird schon passen. Dieses schnelle Abfließen, dass genau das Problem ist. Verdammt, ich bin natürlich falsch gefahren. Sondern dass man das Wasser ja behalten muss, weil sonst hat man es halt nicht mehr. Ja. Da bringt jetzt so eine Renaturierung natürlich auch nicht wahnsinnig viel, aber so ein bisschen was. Physik. Aber kein Problem, gegen solche Wettergeschichten bin ich ja absolut gerüstet. Gestern war einfach nur ein bisschen wenig Substanz und ein bisschen viel Gegenwind und schlechtes Wetter. Ich höre mir gerade, heute gibt es ein Reragu von den Kuba-Bayerischen an. So ein geiles Lied. Heute gibt es ein Reragu auf Nacht. Der Wind, man sieht es ein wenig.
So, jetzt bin ich im Trentino. Nicht mehr in Südtirol. Ciao. Die ersten Meter im Trentino. Trento kommt jetzt auch, glaube ich, bald. Da hinten, jetzt hinter dieser Konifere da bei dem Häuschen, dieser Berg. Ich meine, dass genau da dann Trento liegt. Der Wind hat jetzt ein bisschen nachgelassen, meine ich. Aber es ist schon, hier pfeift er halt einfach durch. Und jetzt auf diesem Radweg, der ja so erhaben ist, was ja auch das Schöne ist, bist du dem halt voll ausgesetzt. Und es ist manchmal sehr, sehr geil, wenn man Rückenwind hat. Und manchmal ist es wirklich eine Quälerei. Es ist natürlich viel zu früh im Jahr, aber ach. Trento. Es ist 11.28 Uhr. Ich bin jetzt endlich in Trento. Ich hoffe, dass der schlimme Gegenwind einfach jetzt vorbei ist. Er hat jetzt schon die letzten Kilometer nicht mehr so wirklich geblasen. Das wäre natürlich irgendwie nice. Und wenn dann jetzt vielleicht noch da vorne, so auf Höhe vom Gardasee, mittlerem Gardasee, da hören die Wolken ja auch so ein bisschen auf. Vielleicht so ein bisschen Sonne, wäre schon schön. Naja, jetzt erst einmal gar nichts. Einfach radeln. Erste Lemon Soda. Das ist immer das Beste. Ich gebe jetzt ein kleines Frühstück. Ich bin in Trento. Bin jetzt trotzdem ganz gut vorangekommen. Der Gegenwind hat dann ein bisschen abgeflaut. Ich bin da sehr froh drüber. Und wenn ich weiter in Richtung Süden schaue, da schaut der Himmel gar nicht so dunkel aus. Also ich bin jetzt guter Dinge. Cappuccino trinke ich jetzt hier noch, ein Brioche. Und habe mir noch etwas Proviant eingekauft. Und ja, ein schöner Tag heute. Danke übrigens für eure Kaffeespenden. Hier seht ihr einen Teil davon. Da seht ihr einen Teil davon. Und ja, vielen Dank. Deshalb bin ich da. Wir sind jetzt dann bald in Rovereto. Und dort trennen sich dann die Wege zu diejenigen, die zum Gardasee wollen. Die würden sich dann nach rechts halten, Richtung Mori, um dann nach Torbole zu kommen. Und also an Gardasee Nord, und die anderen, die nach Gardasee Süd wollen oder ganz woanders hin, ganz in Süden, die bleiben quasi im Etschtal. Und so mache ich es bisher, ja, so zwei, dreimal gemacht. Ich hatte da nicht so die besten Erfahrungen mit den Radwegen dann. Oh, da drin, in dem linken Häuschen, da wächst ein Feigenbaum, sondersgleichen. Ja, so geil. Riesengroß. Ach, jetzt haben sie es verschalt. Wahrscheinlich haben da lauter Leute ihren Müll reingeschmissen. Naja, war da nicht so begeistert von den Radwegen, den offiziell angezeigten. Das war allerdings vor vielen Jahren. Bei meiner großen Italienreise, dieser Part von diesem Radweg, Giorno, ist so unfassbar schön. Schaut euch das mal an. Die Olivenbäume, die Feigen, Kiwi-Pflanzen, die schon ausgetrieben haben. Mein Gott. Und jetzt kommt gleich noch so ein unfassbar schönes Platzl. Ich fahr jetzt gleich links rein. Schaut euch das an. Das ist doch. Hier ist man doch daheim, oder? Geil. Oder im Urlaub.
Schaut euch das an. Mein Gott. Ups, ganz okay. Ja. So. Und ich meine, ich habe es jetzt tatsächlich verkehrt. Ich muss noch da lang. Mit nur einer Hand ist das nicht immer so einfach. So. Und jetzt muss ich runterschalten. Eine mega steile, mini schmale Brücke. Maximalkraft. So, und jetzt schaut euch bitte diese Wisterie hier an. Kurz davor, dieses Gebäude hier komplett zu übernehmen. Dieser Stamm, so riesengroß. Ich liebe Wisterien. Ich liebe alle Duftpflanzen und Fruchtpflanzen. Hier zum Beispiel, das ist ja ein Jasmin, also es ist kein Jasmin, ein Sternjasmin nennt sich das. Duftet, ist halbwegs winterhart, kann man auch bei unseren Pflanzen. Kleiner Tipp, man sollte sich immer an den kleinen Dingen auch erfreuen. Nicht immer nur an den tollen Gipfeln und sonst irgendwas, sondern auch an kleinen Dingen. Dann lässt sich so eine Tour wunderbar. Mein Gott, diese Bäume. Der Holunder ist hier auch schon super weit. Sambuka. Es wird immer italienischer. Also, es ist 2:30. Ich bin bei insgesamt Kilometer 381, das heißt 110 oder was habe ich heute gemacht. Bisher. Der Wind hat aufgehört, hat vorher noch mal ordentlich geblasen, jetzt nicht mehr. Ich hege Hoffnung, dass es das jetzt war, weil ich bin jetzt halt ja auch schon relativ im Süden. Ich werde jetzt dann demnächst, komme ich hier aus diesen Hügeln raus und bin dann sozusagen, also keine Ahnung, auch hier von Badolino und so. Vielleicht hört es hier einfach auf. Es ist jetzt so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich jetzt weitermache heute. Es sind ein paar Optionen. Schnelldurchlauf. Versuchen durchzufahren. Vorteil, ich bin schneller da. Nachteil, schaffe ich vielleicht nicht. Option 2, ich fahre nicht durch. Ich suche mir eine Unterkunft. Hat den Vorteil, dass ich ein Ziel habe, auf was ich jetzt hinfahren kann. Ein konkretes. Und ich kann die wunderschönen Berge tagsüber fahren.
und komme halt dann erst später an meinem Ziel an. Aber definitiv komme ich morgen an meinem Ziel an. Jetzt einfach mal grob geschaut. Meine Route geht über Modena und da habe ich jetzt einfach mal nach Hotels geschaut und auch noch einen Ort weiter. Und ich habe auch ein, zwei, drei gefunden, wo die Check-in-Zeiten ganz gut sind, nämlich bis 23.30 Uhr oder 24 Uhr. Und da habe ich jetzt einfach mal eingeloggt. Ich habe jetzt noch nichts gebucht, aber da werde ich vermutlich eines nehmen. Das bedeutet jetzt für mich, ich wähle also Option 2. Dazu muss ich aber noch die gesamte Po-Ebene durchqueren. Insgesamt sind es von hier aus jetzt noch 130 Kilometer. Das ist ja 2:30. Ich bin seit, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 9 Uhr oder was, unterwegs. Das heißt, ich bin jetzt seit 5,5 Stunden unterwegs. Mit dem Gegenwind und so war ich langsam. Aber dennoch, jetzt nochmal 130 Kilometer. Ja, ist natürlich nicht wenig. Aber glaube ich, kann ich schaffen. Außer mir bläst jetzt dann den Wind in der Po-Ebene auch noch entgegen. Aber das glaube ich nicht. Schaut euch mal die Windräder an. Und auch so. Ich glaube, dass es das jetzt war. Vielleicht ist es sogar im Gegenteil. Dass eher jetzt dann der gegensätzliche Wind anfängt. Ja, und wenn ich dann da so um 23 Uhr ankomme, das wird ja reichen. Da hätte ich jetzt noch 8 Stunden Zeit. Ja, 11, 3, 8 Stunden Zeit. Ich habe allerdings auch noch nichts gegessen. Außer halt ein, zwei Riegel. Ah, ich habe ja meine Gummibärli, die ich in Österreich noch gekauft habe, habe ich noch nicht angepackt. Die esse ich jetzt mal. Genau, also mein Plan. Jetzt noch die 130 Kilometer pushen und somit am Fuße des Apennins übernachten und dann am nächsten Tag den puren Genuss haben, morgens starten, in die hoffentlich Sonne reinfahren und diese Berge genießen. Soweit mein Plan. Ja, über Farbe lässt sich ein bisschen streiten, gell? Aber ist auf jeden Fall klar, dass hier ein Radweg ist. Pesquera Delgada, da sind wir. Schnurstracks. Aber ich brauche unbedingt noch irgendwie ein warmes Piadine oder so. Jetzt richtig was essen, also mich hinsetzen und was essen, das funktioniert nicht. Dafür habe ich zu wenig Zeit.
Und ich glaube, diesen Radweg bin ich hier schon mal gefahren. Die Tour nach Richtung Sizilien, wo ich eigentlich nach Sizilien wollte, aber dann doch bei Pestum, genau, zu den Tempeln, da zu den Griechischen gefahren bin. Und hier, das war im August, es war alles voller Brombeeren und die Straßen waren leer. Es war genau um Ferragosto rum, also dieser höchste Feiertag in Italien. Es war Wahnsinn. Toll war das. Und Cappuccino für 1,10 oder so. 1,10 €. Questo. Abendessenzeit. Nachspeise. Speise. Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit genommen, um hier auf diesem wunderbaren Stromverteilerkasten auf einer Verkehrskreuzung in Mantua was zu essen. Die Zeit habe ich mir jetzt genommen. Ist auch gut so. Wo ich mir nicht die Zeit nehmen kann, ist, eure Kommentare zu beantworten oder eure Nachrichten auch zu beantworten. Da fehlt mir einfach auf dem Radl natürlich die Zeit und ich kann nicht die ganze Zeit aufs Handy schauen. Da bitte ich um euer Verständnis, aber da bin ich mir sicher, dass ihr das habt. Ihr seid ja auch alle Radler und wisst, dass das nicht so einfach ist. Vor allem, wenn man noch ein Ziel erreichen will, was irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwo am Anfang von irgendwelchen Bergen sind, die ich noch nicht mehr sehe. Dann, ja, genau, deshalb nur kurz diese Story, damit ihr da nochmal darauf hingewiesen seid, dass ich das nicht böse meine, wenn ich eure Kommentare nicht beantworte. Ich habe gerade eine Frage gelesen, was ich für ein Fahrrad fahre. Ja, es ist an sich nur eine einfache Frage, auch eine einfache Antwort, ein Open, aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu, das zu beantworten. Also, was rattert da so? Womöglich ein Risoni. Riesiges Süßgebäck. So, was bist jetzt du für ein Fluss? Wahrscheinlich der Po, oder? Ich kenne mich immer nicht aus. Aber das muss der Po sein, so groß wie der ist. Wieso sehe ich keine Berge? Ich möchte jetzt endlich Berge sehen. Stellt euch mal vor, ich würde in die falsche Richtung fahren. Weil wenn ich hier keine Berge sehe, wieso? Die müssten doch da jetzt mal kommen. Ja, es ist nur eine Wiese. Also eine sehr schöne grüne Wiese. Und so viel Grün ist jetzt bei uns noch nicht ganz zu sehen. Und dann auch noch die Rapsfelder. Das Rapsfeld. Das ist 100 Pro Weizen, oder? Von den Halmen sieht das ein bisschen so aus. Gerade bin ich schon in so einem flowigen Zustand irgendwie. Das Essen war jetzt gut, was Salziges. Nicht immer nur so Süßkram. Keine Gummibärli, sondern was mit Substanz und auch ein bisschen Fett. Dann das Wetter spielt eine Rolle. Dann fahre ich auf einer ganz guten Straße, auch wenn ein bisschen viel los ist. Aber die ist gut. Gut geteert. Dann habe ich jetzt tatsächlich hinten die ersten Hügel gesehen. Die sind auch schon ein bisschen höher. Man sieht sie einfach nur nicht, weil sie so diesig sind. Also so wahnsinnig weit sind sie dann nicht mehr entfernt. Und das ist natürlich dann cool, weil jetzt sehe ich dann halt auch, wie viel näher, das checken sie mir nicht, wie viel näher ich quasi mein Ziel rücke. Ja, also. Leichter Flow bei Kilometer
462 und heute 200 fast. Das sind so typische Anwesen hier. Bauernhöfe halt oder so. Mega im Flow. Mangiare. Schön dunkel ist es. Einfach wunderbar. Wenig Verkehr. Ja, da ist er noch. Der Flow. Immer lang und ich bin in Modena, noch 10 Kilometer. Und das bedeutet, da wird mein Hotel sein. Ja. Sono a Modena. Io sono di Modena. Grazie. Ja, kann man lassen. Ganz nett hier. Geil. Und wieder alles schief und trotzdem wunderschön. Mein Gott. Ich bin ja gerade durchgeradelt. Buongiorno, guten Morgen. Ich bin jetzt gerade aus Modena rausgeradelt, gestartet um 7.50 Uhr und ja, 200 Kilometer habe ich jetzt vor mir, 2500 Höhenmeter und das Wetter könnte hier gerade nicht schöner sein. Richtung Apennin wird es also so bleiben. Es soll allerdings ein kleiner, was heißt klein, es soll ein Gegenwind kommen, der so aus Richtung Süd bzw. vor allem dann West kommt, ab da, wo ich auf der anderen Seite bin. Und so für Florenz und auch Livorno zeigt er so Windböen von 45 km/h, genauso wie ein bisschen bewölktes Wetter bei 16 Grad voraus. Ich denke, für April ist das sehr in Ordnung. Ja, ich habe jetzt bereits die Anfrage erhalten, wann ich denn meine anzukommen, wegen Essen gehen. Ob ich denn Lust hätte, essen zu gehen. Ja, die Lust, die habe ich auf jeden Fall. Jetzt aber erst einmal, schaut euch das an. Der Apennin mit noch Schnee offenbar.
Ja, die Sonne ist draußen. Es ist noch ganz schön zapfig. So 8 Grad oder so, wenn überhaupt. Ja, und ich nähere mich meinem Etappen-Zwischenziel, nämlich den Bergen. Ich würde mir wünschen, dass ich ein einziges Mal Rückenwind habe auf dieser Tour. Das würde ich mir sehr wünschen. Okay, die Antwort ist noch mehr Gegenwind. Okay. Ich verstehe. Nach 9 ist es. Kilometer 35 oder so. Und ja, ich bin jetzt dann auf jeden Fall in den Bergen drinnen. Passo. Scheiße, vergessen. Ja, aber das. Da werde ich jetzt mal rüber nach Pistoia huschen. Aber man merkt schon, auch hier ist der Frühling etwas später als in der Boiwinde natürlich. Aber dennoch ist halt einfach schon fast alles grün. Toll. Italien halt. Schön diese Radlkultur, die auch von super vielen älteren Herrschaften, hauptsächlich männlich natürlich, gepflegt wird und gelebt wird. Ja, und schon auch nicht hässlich hier, hätte ich gesagt. Schön. Ich habe jetzt mal geschaut, es sind 2 größere Anstiege heute. Ich bin gerade auf dem einen. Soll bis auf 900 Meter hochgehen. Ja. Voll schön. Da hinten noch der Schnee. Es wird auch langsam warm. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich mir jetzt schon mein Jackerl ausziehen soll. Aber ich werde es wohl mal öffnen. Ich habe nämlich sogar zur Feier des Tages ein frisches Jersey dabei. Ja, dass nicht zueinander wachelt, wenn ich da irgendwo an so einer, durch eine Stadt fahre. Sich dann alle fragen, was ist da für eine Leiche gerade vorbeigefahren. Aber wirklich schön, die ganzen Buchen hier, auch einige Eichen. Toll. Und ganz wenig Verkehr mittlerweile. Es ist, wie viel ist es eigentlich? Es ist 10.12 Uhr. Mein Ohrschall brennt ein bisschen. Aber ich glaube, das ist normal. Also ich weiß, dass es normal ist. Vielleicht gibt es da oben Kaffeescherl. Dann entledige ich mich so manch unnötigem Textil. Ciao.
immer noch nicht ausgezogen. Ich habe jetzt gesagt, die Abfahrt warte ich noch ab und dann geht's los. Man möchte ja hier auch was bieten. Ja? Gar nicht so schlimm, oder? Ja, ich glaube auch. Aber ich fahre jetzt schon wieder weiter. Bleiben wir doch mal kurz stehen. Ja. Wunderschön. Da hinten geht's ja weiter. Ja, kann man sich gut vorstellen, wie es hier auch runterbrennt im Sommer und wie das alles hier staubtrocken ist. Ja. Und schon bin ich wieder angezogen. Es ist arschkalt hier. Und diese Wolken verhindern dann natürlich auch noch den einzigen Sonnenschein. Naja, aber kurz unten rum bleibe ich jetzt erst einmal. So, ich habe gerade gesehen, dass ich noch circa 100 Höhenmeter klettern muss. Ich dachte, ich muss noch 200 hoch. Und ich meine, ja, das ist zu machen. Und dann habe ich noch 110 Kilometer, wie auch gestern schon happig. Ist aber auch ungefähr die gleiche Uhrzeit. Nee, wobei gestern war es glaube ich 14.30 Uhr, als ich noch so 110, 120 Kilometer hatte. Ja, aber ich wäre eigentlich gerne ein bisschen früher da. Jetzt muss ich mal schauen. Ich hoffe halt, dass der Gegenwind einfach aufhört. Man braucht ihn nicht. Und entweder bin ich schon in der Toskana, was ich aber nicht glaube, oder jetzt müsste dann demnächst die Grenze sein. Von der Emilia Romagna, Romana bis zur Toskana rüber. So kleine Mini-Dörflein. Da, wo halt ein bisschen Landwirtschaft möglich ist, Ackerbau, gibt es sofort ein Dorf. So, ich glaube, ab jetzt geht es bergab. Wie in Pistoia. Hier muss man echt immer drauf gefasst sein,
die ganze Straße ist gut und auf einmal ist ein Abschnitt, wo sie halt einfach richtig beschissen ist. Ich glaube, wenn du dann nur eine Hand am Lenker hast oder irgendwie mit den Gedanken woanders bist, dann ist es schwierig. Dann tut's nicht mit diesem Wind. Gegenteil. Sag drin, Zimmerte. Buongiorno aus der Toskana. Finalmente auf der anderen Seite der Berge. Ich lasse mir gerade richtig gut gehen. Ich habe schon etwas Blicke auf mich gezogen. Ein Sandwich, zwei Sandwich, eine Limonade, zweite Limonade bzw. Lemonsoda, Cappuccino, Espresso Doppio und noch eine Pizza dazu. Die haben mir schon mehrere Gläser mit rausgebracht und haben dann entdeckt, dass es eigentlich ja nur ich bin. Aber hilft ja nichts. Ich habe heute noch nichts gegessen, außer einem Riegel und was war noch? Keine Ahnung. Eigentlich nichts mehr. Die restlichen Gummibärli, die ich in Österreich gekauft hatte. Da war ich diesmal ein bisschen sparsam. Genau. Ich habe jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Kilometer. Der Gegenwind ist immer noch durchaus heftig. Er ist jetzt nicht wirklich mega krass, aber er zehrt ein bisschen an den Nerven. Sagen wir es jetzt einfach mal. Was ja absolut gar nicht an den Nerven zehrt, das seid ihr mit eurer Unterstützung, mit eurem Kommentare schreiben, liken, mit eurem mir folgen, eure Zeit quasi auch damit verbringen, zu schauen, wo ist er denn gerade und so weiter und so fort. Das ist wirklich was Schönes. Ich glaube, so fühlen sich halt auch Sportler, die irgendwie einen Marathon laufen und rechts und links stehen Leute, die applaudieren. Das tut einem, tut was mit einem. Da wollte ich mich bedanken dafür. Genauso tut es natürlich auch was mit einem, wenn man sieht, dass Leute mir einen Kaffee spendieren oder eben 1, 2, 3, was auch immer, Getränke und Essen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung bei Buy Me a Coffee. Ihr seid richtig, richtig geil. Bella Vista. Irgendwie, dieser Berg kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Vom Tuscany Trail irgendwie. Aber bin mir nicht sicher. Oh. Oida. Eis auf jetzt. Manchmal hätte ich gerne ein Watt-Messgerät, um zu sehen, wie schnell ich jetzt eigentlich fahren könnte, wenn kein Gegenwind wäre. Ich bin übrigens bei Kilometer 666.4 und 200 Meter. Wieder. Maximalkrafttraining.
nicht normal. Aber ich habe mir heute schon in den Bergen gesagt, ab jetzt muss Gegenwind geil sein. Man muss sich das nur einreden. Dann ist das so das Geilste auf der Welt. Ist ja auch wirklich geil, Gegenwind. Komm, der Hammer. Jo, eigentlich hätte ich jetzt noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, eher eine halbe Stunde Fahrt. Aber auf die halbe Stunde ist auch geschissen bei so und so vielen Stunden, die ich jetzt schon geradelt bin. Ich bin jetzt halt bei Pioli und dort treffe ich mich jetzt mit meinen zwei Spitzeln, die gerade von dem Tagesausflug nach Pisa zurückkommen. Das trifft sich also sehr gut, wir können gemeinsam einkaufen gehen. Und ja, das war meine Tour in die Toskana. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die ganzen Stories, dass sie euch nicht überschwemmt haben, waren ja durchaus einige. Und ja, ich freue mich jetzt auf ein paar richtig geile Tage hier in der Toskana. Bisschen beim Bäume schneiden, Garteln, Wege freischaufeln, alles Mögliche, was man halt so tun muss. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und danke nochmal, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen und hören uns. Und ich werde mit Sicherheit noch das eine oder andere Storyline machen von dem, was wir jetzt dann so die nächsten Tage tun. Ja, wie soll es auch anders sein? Es geht natürlich nach einer kurzen Dusche sofort zu dem Stammlokal von dem einen Spitzel von mir. Und da haben wir sowas von diniert. Also natürlich keinen Gang ausgelassen. Alles voller lukullischer Köstlichkeiten, die wir uns da stilvoll, muss man sagen, gegönnt haben. Ja, der Wein hat auch geschmeckt. Die Folgetage, insgesamt 5 an der Zahl, waren dann quasi eine Melange aus feinem und auch einfachem Essen, aus Restaurantbesuchen, aber auch selber gemachten Risotto und irgendwie mittags geile Tomatensalate und so weiter und so fort. Ja, Altmännerabenden mit Bud Spencer, Terence Hill und Wein. Dazu noch andere Kulturgeschichten wie in Lucca und Siena, wie Besuche von botanischen Gärten und Co. Und dann natürlich auch der angekündigten Gartenarbeit, sprich die Pflege von dem Olivenhain. Da wurde einiges geschnitten, ein paar Bäume mussten rausgeschnitten werden und so weiter und so fort. Und das Ganze bei dann doch recht kühlem und windigen, aber durchaus sehr sonnigen Frühlingswetter mit meinen zwei alten Schulfreunden. Und das war natürlich richtig cool und somit war das ein ganz toller Urlaub. Wie immer ist genau jetzt der Moment gekommen, um Danke zu sagen
Vielen Dank, Anonym, Achim, Alexander, Alpenkrosser, Andreas, Bene, Caro und Chiara, Claudia und Claudia, Dirk, Düse, Eriksson, Frank, Holger und Haustier, Jan, Joe, Julian, Karl Eberhard, Klaus, Line, Lukas, Manfred, Manni, Manfredo, Marek, Mats, Melanie, Michi, Mike, Norbert, Peter und Philipp, Rob V, Shani, Sebastian, Simon, Sova, Spargeldolf, Ste, Tamas, Tobi Tours, Tom und Volker. Vielen Dank, dass ihr diesen Kanal unterstützt und ihn auch weiterhin ermöglicht.